Ja, hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich im ersten Teil von meiner neuen Serie zeigen, wie ich das erste Modul von meinem Campingausbau für meinen VW T5 gebaut habe. Dieses Video soll nicht nur für Leute mit T5 interessant sein, das könnt ihr genauso gut für ein T4, für einen Transit oder was auch immer bauen. Die Maße sind ja ohnehin nicht hier angegeben oder sowas. Es geht hier nur um Anregungen und wie ich halt was gelöst habe. Und nun geht's los. Viel Spaß dabei. I've been flying from town to town. Ja, es geht wieder los auf meinem Kanal. Ich weiß, es war ganz, ganz lange sehr, sehr ruhig hier. Aber ich möchte jetzt nochmal durchstarten und zwar mit einem neuen Projekt, nämlich mit dem da. Ich habe ganz, ganz lange gesucht. Ich hatte vor einigen Jahren ja schon mal einen T5 Multivan und ja, das war eigentlich wesentlich praktischer. Damit kann man auch am Wochenende mal wegfahren oder sowas. Das Problem ist halt immer, ich muss den damals aus finanziellen Gründen verkaufen, weil es ist leider im Leben meistens so, entweder hat man das Geld und kann vieles unternehmen, aber eben die Zeit nicht. Oder wie bei mir mittlerweile jetzt, ich habe jetzt eben Zeit ohne Ende, aber ich habe eben das Geld nicht mehr. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich bräuchte wieder einen Bulli. Zum einen natürlich aus dem Grund, dass ich wieder wegfahren kann. Zum anderen aber eben aus dem Grund, weil ich den Rollstuhl auch in einem hier reinbekomme durch die Schiebetür. Ich habe bei den letzten Autos, die ich jetzt gehabt habe, das Ding zerlegen müssen, über mich drüber wuchten müssen. Ja, das war einfach blöde. Man hat sich ständig verhoben dabei, die Sitze versaut, man konnte nicht mehr mitnehmen. Und das ist so halt einfach wesentlich einfacher. Ich mache die Schiebetür auf, mache den Rollstuhl in einem Stück rein, mache die Schiebetür zu, geht viel, viel schneller. Ist kein großer Stress. Ich tue mir nicht so oft weh dabei und habe gleichzeitig wesentlich mehr Platz. Und wie gesagt, ich kann auch mal übers Wochenende wegfahren, weil Hotels oder sowas ist einfach mittlerweile nicht mehr drin. Die Geschichte war die, ich habe eigentlich ganz, ganz lange gesucht. Ich wollte zuerst einen VW LT haben, so einen ganz, ganz alten. Aber auch da war es leider so, alles was ich gefunden habe, war dann entweder schneller weg oder war dann doch rostig oder so kaputt, dass man es einfach nicht brauchen konnte. Dann habe ich gedacht, ich gucke mal nach einem T4, weil an T5 hätte ich gar nicht mehr gedacht, weil der, den ich damals hatte, der hat über 20.000 Euro gekostet, gebraucht. Und ich habe dann mal so bei Mobile und sowas geguckt, alles was ich gefunden habe, war auch weit über 10.000 Euro, also weit, weit außerhalb meines Budgets. Und deswegen habe ich nach T4s geguckt, habe jetzt auch fast ein Jahr gesucht. Hat auch schon mal ein paar in der engeren Auswahl, die ich dann kaufen wollte. Immer war irgendwas anderes. Entweder war das Ding nicht wie beschrieben, war viel zu weit weg, man ist hingefahren und dann war es einfach doch überall Mist. Und dann habe ich gedacht, ich lasse es dann sein, es bringt nichts mehr. Und habe dann doch noch einmal bei Mobile geguckt und habe dann noch mal die T5s mit reingenommen und habe dann tatsächlich welche gefunden, die auch in meinem Budget waren. Da waren auch wieder einige dabei, die nichts waren, aber dann schlussendlich habe ich in Berlin einen gefunden, nämlich genau den da. Der, auch wenn er nicht so aussieht, deutlich unter 7.000 Euro gekostet hat, hat zwar viele Kilometer, hat fast 250.000 Kilometer jetzt, aber hat die 2,5 Liter Fünfzylindermaschine, ist gewartet, hat ein paar optische Mängel, aber technisch ist er super, er läuft schön, der Motor hört sich gut an. Und das absolute Plus für meine Geschichte mit den Übernachtungen drin, er hat schon Standheizung, er hat eine doppelte Klimaanlage, er hat eine zweite Batterie, er hat eine Anhängerkupplung, eigentlich viele, viele Dinge, die ich in den T4s hätte nachrüsten müssen, die ich auch in den meisten anderen Transportern nachrüsten hätte müssen. Das hier ist jetzt eine Karavelle. Einzige, was ihn von Multivan unterscheidet, der hat eben diese Schienen nicht mit den verschiebbaren Sitzen, die ich ohnehin nicht brauche. Ich habe jetzt schon mit dem Ausbau begonnen, das möchte ich euch auch zeigen. Und zwar habe ich mir einen Schrank eingebaut schon mal. Vom Grundriss her wird der ähnlich wie in California, mit ein paar kleinen Änderungen, weil ich ja zum einen meine beiden Hunde habe, die ich mitnehmen muss, die auch in dem als Daily Driver ja jeden Tag mitfahren müssen und man eben auch Platz für den Rollstuhl brauchen. Das Wichtigste bei dem Ganzen ist mir, dass man diese Einbauten ohne irgendwelche großen Veränderungen am Fahrzeug rein und raus machen kann und eben auch nochmal die Sitze reinmachen könnte. Es werden insgesamt drei Module. Das erste Modul ist der Schrank, das werde ich euch heute zeigen. Dann kommt ein zweites Modul, das ist im Prinzip der vordere Sitzbereich, da ist auch die Kühlbox drunter. Und das dritte Modul ist der hintere Sitzbereich. Beide Sitzbereiche zusammen kann man auch ausziehen zu einem Bett und in dem hinteren Bereich ist nochmal so ein Laderaum unten drunter, wie man das eigentlich von den meisten ja kennt. Wie ihr seht, ist der Schrank eigentlich genau in der gleichen Position wie auch beim California. Er endet aber hier im Prinzip 60 cm vom Fahrzeugende. In dem Schrank kommt noch ein Waschbecken rein, das fehlt momentan noch. Genauso wie die Arbeitsplatte, die lasse ich mir nächste Woche vom Schreiner zuschneiden.
Und auch die Einlegeböden sind noch nicht drin, weil ich schon noch zeigen wollte, wie der Schrank innen drin aussieht. Hier mit der rechten Tür fangen wir mal an. In diesem rechten Bereich kommt im Prinzip die komplette Wasserversorgung. Oben drauf kommt das Waschbecken in die Arbeitsplatte rein. Und hier unten drin kommen dann die Wasserversorgungskanister, also Zu- und Abwasser und natürlich auch die Pumpe. Kabel liegt schon da. Ich zeige euch auch gleich mal, wie ich den Schrank festgemacht habe. Und zwar habe ich unten die Originalaufnahmepunkte der Sitze benutzt und habe den Schrank mit einem ganz normalen Zurgurt verzurrt und habe dann im Prinzip noch solche Eisen reingeschraubt, dass das Ganze ein bisschen stabiler wird, dass das Holz nicht davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist die eine Sicherung. Und die zweite Sicherung sehen wir hier an diesen Originalhaltepunkten von den Originalverzurösen von VW. Da habe ich einfach die Schraube rausgenommen, habe eine längere mir gekauft und habe im Prinzip den ganzen Zurpunkt, der hier unten drunter und am Schrank ist, mit diesem Eisen, das hier auch noch ins Holz geschraubt ist, dann festgeschraubt. Hier unten seht ihr auch gleich die elektrische Versorgung. Hier sind die Sicherungen, hier ist die Masseversorgung, weil ich das ja so haben wollte, dass man den Schrank in einem rausnehmen kann. Deswegen ist der hier hinten einfach in dieser Bordsteckdose eingesteckt. Und dass die Verbraucher nicht unkontrolliert Strom ziehen, habe ich hier einen Hauptschalter. So, jetzt ist Strom drauf. Wir haben zum einen hier unten Licht, dann haben wir die Pumpe, die natürlich jetzt ja noch nicht eingebaut ist, klar. Und wir haben hinten noch eine 12-Volt Steckdose und eine USB-Steckdose, die ich hier ein- und ausschalten kann. Das alles, also im Prinzip diese ganze Elektronik, mit Ausnahme der Schalter natürlich, wird von Einlegeböden verdeckt, nachher die jetzt noch nicht drin sind. Und hier hinten habt ihr auch noch einen zusätzlichen Laderaum, wo man dann Verbandkasten, Warnträger und sowas reinmachen kann. Denn oben drüber kommt auch wieder ein Einlegeboden. Und der linke Teil vom Schrank wird mit einer Klappe geöffnet nach oben und kann man im Prinzip dann als Kleiderschrank nutzen oder wie auch immer, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht mache ich mir auch eine Kiste, wo die Klamotten reinkommen und dann unter die Sitzbank. Da sehen wir dann alles, wenn das Ganze eingerichtet ist. Oben ist noch eine Schublade. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe hier diese ganz normalen Wohnmobilbeschläge, die man halt zumachen kann, so Pushlock-Beschläge. Und die Schublade ist mit einem Push-to-Open-Auszug. Also wenn ich drauf drücke, kommt die Schublade mir entgegen. Ich kann sie rausziehen, habe hier auch die Einteilung drin für Besteck und sowas. Das ist halt alles fest eingebaut, fest angeklebt, dass auch nichts drin rappelt. Und das Besteck weiß ich noch nicht, das werde ich wahrscheinlich mit irgendwas zusammenbinden, vielleicht mit so Klettverbindern oder sowas. Und rein, wieder draufdrücken, dann bleibt die zu. Die hält auch, da passiert gar nichts. Und das nächste, was kommt, ist dann das Modul 2. Das wird dann dieses Modul noch mit festhalten. Das kommt hier dazwischen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass dann nachher hier eine Liegefläche in etwa 50 cm höher ist, wo dann auch die Hunde draufkommen, weil ihr seht das ja jetzt schon. Er hier guckt ja sehr, sehr gerne raus und das kann er so wirklich sehr, sehr schwierig oder gar nicht. Oder er muss sich hochstellen, was ja auch schlecht ist. Und zudem hat man halt eben diesen ganzen Raum hier genutzt, der ja doch relativ hoch ist und eigentlich nicht wirklich genutzt ist, wenn man einfach nur Sitze drin hat oder sowas. Ich zeige euch jetzt mal den Schrank noch von hinten, weil hinten sind ja noch diese 12-Volt-Steckdose und der USB-Lader. Und ich habe auch noch ein bisschen von diesem Bambus-Dekor, das habe ich hinten ausprobiert ursprünglich, weil ich nicht wusste, ob das mit dem Überlackieren gut funktioniert. Und das ging dann sehr, sehr gut. Mit einer Ausnahme, und zwar, das zeige ich euch mal, ich habe hier Kreidefarbe verwendet. Handelsübliche Kreidefarbe aus dem Baumarkt. Die soll man ja, um sie zu fixieren, was ich auch tatsächlich festgestellt habe, also wenn ihr die nicht überlackiert mit Klarlack, dann seht ihr da jeden, wenn er vorbeistreift irgendwo, das sieht nicht schön aus. Deswegen muss man die überlackieren. Den Fehler, den ich leider gemacht habe, ich habe das hier hinten ausprobiert. Auf dem Klarlack stand drauf, dass der Klarlack, wenn ihr den über diese Kreidefarbe drüber lackiert, bei hellen Farbtönen zur Abduckung führen kann. Deswegen habe ich es an diesem hellgrauen probiert. Und es hat nicht großartig viel verändert, sieht man hier ja auch. Das sieht relativ eingängig aus noch. Leider war es bei dem dunklen wesentlich schlimmer als diese Graphitfarbe. Ich habe auf diese Graphit-Kreidefarbe habe ich dieses, das sind so Deko-Aufkleber, die man auf dem Baumarkt bekommt, habe ich draufgeklebt und habe es dann mit Klarlack überlackiert. Leider sieht man jetzt hier an diesen Stellen, wo dieser Aufkleber halt transparent ist, sieht man die ursprünglich hellere Graphitfarbe rauskommen. Und nur da, wo eben der Klarlack hingekommen ist, ist die deutlich abgedunkelt. Also wenn ihr das tatsächlich selbst machen wollt, empfehle ich euch zuerst Klarlack, dann den Aufkleber und dann nochmal Klarlack zu machen, weil dann hättet ihr dieses Problem nämlich nicht. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, aber man sieht es natürlich und das hätte man vermeiden können, hätte man es vorher gewusst. Aber gut, es ist jetzt wie es ist. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal ändern, aber im Moment ist es gut so wie es ist. Mir gefällt auch der Schrank sehr gut, auch diese Farbkombination ist. Ich habe dieses Grau aufgegriffen, weil der Bus halt innen drin hauptsächlich diesen Grauton hat. Und dann als Farbtupfer eben diese drei unterschiedlichen Farben reingenommen.
Okay, ich zeige euch jetzt mal den Schrank noch von hinten. Hier in dieser Ecke habe ich das erstmal mit diesem Dekor probiert. Das ist im Prinzip genau das gleiche Dekor, was auf der Tür drauf ist. Wer da noch was wissen möchte, kann mich das gerne fragen. Und hier sind die Dosen. Einmal die 12-Volt-Steckdose unten. Die ist einfach nur über eine Sicherung abgesichert. Und eben oben diesen Doppel-USB-Lader mit 5 Ampere Leistung. Bei diesem USB-Lader habe ich es halt so gemacht, ich habe mir diesen Schalter, den ich vorhin gezeigt habe, reingebaut. Aus dem einfachen Grund, weil ich eben nicht weiß, was dieser Lader halt braucht, wenn er nicht genutzt wird. Der ist ja nur da, wenn man mal ein Handy aufladen will oder einen Laptop laden will oder einen E-Book-Reader oder was auch immer man so unterwegs dabei hat. Und ich weiß halt eben, wie gesagt, nicht, der braucht wahrscheinlich ja auch Strom, wenn der einfach nur da drin ist, weil da ist ja ein Transformator drin, der ständig 12 Volt in 5 Volt wandelt. Und der Bus ist 12 Jahre alt, ich weiß nicht, vermutlich sind die Batterien auch noch die ersten, das muss man mal gucken. Ich weiß nicht, wie gut die sind, also ich habe jetzt schon mehrmals Standheizung und so ausprobiert, das funktioniert alles tadellos, aber man weiß es halt eben nicht. Und deswegen wollte ich jetzt nicht das Risiko eingehen, dass dieses Ding hier ständig die Batterie leer zieht. Wie ich den Schrank gebaut habe, das zeige ich euch jetzt mal noch in so einem kleinen Raffer-Video. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Stellen rauszuschneiden, in denen man mich sieht, weil das nicht besonders vorteilhaft aussieht, wenn ich da auf dem Boden rumrobbe, um an die einzelnen Punkte zu kommen. Deswegen habe ich es halt in einem Raffer gemacht und habe das halt so zusammengeschnitten, dass man nur den Schrank entstehen sieht. Ich muss das hier jetzt leider nochmal neu aufnehmen, weil ich ja eigentlich vorhatte, euch zu zeigen, wenn die Platte für den Schrank oben vom Schreiner kommt und wie es dann fertig aussieht und dann erst mit dem nächsten Schritt weiterzumachen. Aber wie es leider so ist, kommt es manchmal anders. Und ich habe jetzt halt leider beim Schreiner auch so schnell keinen Termin bekommen. Das ist alles schon in Arbeit, aber das dauert alles noch ein bisschen. Deswegen habe ich mich entschlossen, das Video hier zu beenden und euch beim nächsten Mal zu zeigen, wie es weitergeht. Es kann sogar sein, dass es beim nächsten Mal dann schon mit der Bank weitergeht und dieses Oberteil vom Schrank mit Spüle und allem, was dazugehört, erst später kommt. Das weiß ich aber noch nicht. Das sehen wir dann einfach. Ich beende es jetzt erstmal hier. War jetzt ja auch schon viel, viel Content für heute. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst mir einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert, guckt wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.